つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。Wähle einen der Geschwister. Wir nehmen sie. Und wir nennen sie Hoppelinchen. Das ist das Hoppelinchen. Weiter geht's. こうして見知らぬ神が私の兄ソラを連れ去っていった。そして私も神に封印され、本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた私たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか私にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよってた。2ヶ月前あなたと出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。行こう。Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play! Hier bei Genshin Impact. Zuerst muss ich erstmal ein paar Sachen ändern. Zuerst muss ich hier auf Gamepad stellen. So. Dann muss ich die Tastaturbelegung. Ich sagte die Tastaturbelegung ändern. Achso, das habe ich schon geändert. Weil das ist die Aufnahme 2. Standardangriff ist auf X, ist normalerweise auch. A, ja, ist normalerweise auf A. Springen ist normalerweise auf A. Nee, kann ja nicht alles auf A sein. So, aufsammeln ist normalerweise auf X. Das habe ich auf A gemacht. Springen ist normalerweise auf A. Das habe ich jetzt auf B gemacht, genau. Und der Standardangriff ist normalerweise auf B. Den habe ich jetzt auf X gemacht. Den Ton habe ich hier, die Sprache. Ich habe standardmäßig ist eigentlich Englisch. Audiosprache, ich habe Japanisch gemacht. Weiß ich nicht. Finde ich geiler, finde ich schöner, klingt nach Hentai. ist halt eine gewohnte Sprache. Ja, warum Aufnahme 2? Weil ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Das Ding ist, man kann hier nicht löschen. Sprich, ich musste jetzt eine ganz neue E-Mail-Adresse machen, um hier jetzt von vorne machen zu können. So, ausweichen, gedrückt halten zum Rennen. Das kriegen wir alles hin. Yay. Oh, da war eine Krabbe. So, ich hab sie. Ein Krebs. Ein Krustentier, das in der Nähe des Meeres lebt und unter seiner harten Schale. Noch ein Krebs. So, ich sammle natürlich alles. Hey, du. So, Schnellradfunktion haben wir hier auch. Hier haben wir das Inventar.
ein paar Sachen. Hey, was geht ab? So, Teleporter aktivieren. Aktiviert. Weiter geht's. So, öffne das Kartenfenster, wähle den Teleportpunkt aus, den du schon freigeschaltet hast, um dich an die jeweilige Stelle zu teleportieren. Auch das kriegen wir hin. Zack. Hier, den Teleporter haben wir schon. Hier wäre der nächste. Da wäre einer. Da wäre einer. Ich glaube, das sind welche. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich sagen. So viel war ich auch noch nicht. Zudem hier auch noch nichts aufgedeckt ist. Aber wir könnten uns jetzt rein theoretisch hier zum Teleporterpunkt hin teleportieren. Und dann wollen wir hier. Ja, das Spiel, das habe ich ja schon auf meinen alten Rechner im Auge gehabt. Hey, hey, hey. So ein Echsenschwanz her. Hier haben wir noch eine wunderschöne Zuckerblume. Auch du solltest eine Zuckerblume in der Wohnung stehen haben. Dann kriegst du Zucker. Und hast gleichzeitig eine Blume. So, haben wir hier noch was. Da ist noch ein Eckenschwanz. Auch den haben wir. Gucken mal eben hier noch so ein bisschen. Ich hatte vorhin nicht so viel rumgekickt. Also nicht ganz genau. Ja, ich hatte das Spiel schon beim letzten Mal im Auge gehabt, allerdings nie Zeit gehabt. Ja, lass mich hoch. Ja, ich bin so toll. この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ ？Okay, good. Ja, auf dem alten Rechner schon im Auge gehabt, allerdings nie Zeit dafür gehabt. Jetzt habe ich dafür Zeit, deswegen habe ich gedacht, weißt du was? Spielen wir das auch jetzt einfach mal und machen endlich ein Let's Play daraus. Ich habe ja gerade Zeit dafür. Champion. So, und es erinnert mich natürlich komplett an... Was ist mit dir eigentlich, hä? Oh, ich habe ihn gehauen. Er hat Fleisch verloren. Ich habe ihn vorhin nicht gekriegt. Ja, es erinnert mich so an Zelda Breath of the Wild. Das sieht nämlich so stark danach aus. Guck mal, da ist so eine Tulpe. Die blinkt auch. Da auch. Fische, aber wir haben wahrscheinlich keine Angel. Eine Wasserlilie. Wahrscheinlich ist das alles später noch zum Kochen und so. Kann ich die Fische hier mitnehmen? Hey. Hey, ne? Schade. Na gut, dann nicht. Gucken wir mal weiter. Wir müssen auf jeden Fall zu der Statue der Sieben. Hey. Achso, sie macht diese komischen Geräusche. So, Echsenschwanz. Hier ist auch noch was. Ein Champignon. Drücken zum Verfolgen. Das habe ich vorhin schon nicht verstanden. Wie drücken zum Verfolgen? So, ich drücke. Aber er verfolgt ja nichts. Das verstehe ich nicht. Drücken zum Verfolgen. Oh, jetzt bin ich ganz woanders. Hallo. Ja, und warum spiele ich ein Mädchen? Ich weiß nicht, ich finde bei Rollenspiele... ich mag Mädchen. Vielleicht wäre ich gerne eins. Vielleicht ist das so meine intime Wahrheit über mich selbst. Es ist die Statue der Sieben. Ja, wie ich das handhabe, ich weiß es nicht. Also, wenn sie redet halt ja Japanisch und so. Ihr ins Wort fallen will ich auch nicht. Also, während sie quasi das sagt, es vorzulesen wäre ein bisschen doof. Sie aussprechen lassen und dann den Text nochmal zu lesen, wäre auch doof, weil das würde ja viel zu viel Zeit dauern, weil sie muss erstmal aussprechen und dann muss ich erstmal vorlesen. Deswegen sage ich mal, wir lesen das alles still und heimlich mit und dann drücke ich immer so ab und zu mal auf okay. Also das lese ich jetzt noch vor. Überall im Land sind die Statuen der Gottheiten verteilt, um zu zeigen, dass sie über diese Welt wachen. ちゃんとした理由があるんだぞ。
Okay, das ist der Windgott, Prolog 1. Der Fremde, der den Wind fing. Hola. Drücken zum Verfolgen. Ich verfolge. Aber da passiert nichts mit Verfolgen. Oder ist mein LS kaputt? Kann ja auch nicht sein. So, ich guck mal eben hier. Aufträge. Oh, falscher Knopf. Auch total ungewohnt. So, außer Vogel. Wie kann ich das jetzt folgen? Also ich kann hier nichts. Wir müssen doch die hier machen. Minimieren, verlassen. Minimieren? Nee, minimieren wollen wir nicht. Als Belohnung ansehen. Belohnung für den Abschluss dieser Aufträge. Was? Ja, Belohnungen interessieren mich nicht. Mich interessiert Belohnungen ansehen. Belohnungen zum Abschluss. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er will mit verfolgen. Vielleicht funktioniert das nur noch nicht. Achso, dann bin ich hier. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dieses hier irgendwie markiert bekommen, ne? So. Dum-di-dum-di-dum. Da ist noch so ein Echsenschwanz. Patitatita. Hey. Ach, schade, warte. Nimm die Bären hier einsammeln. Ho! Gib mir her dein Fleisch. Oh, wie süß das gequietscht hat. Zum Glück war es kein Hase. Einem Hasen würde ich natürlich niemals etwas antun. Gibt's hier Schweine? Ich laufe einfach mal hier Panum hinterher. Achso, so heißt die Quest. Drücke zum Verfolgen. Also es blinkt auf jeden Fall da oben längs. Deswegen wollen wir wahrscheinlich einfach da. So, wir sind da. Hallo. Was ist das? Was mag das sein? Wir haben auf jeden Fall jetzt aufgedeckt. Mondstadt, Moossee, Windblickberge, Windblickkap, Sterngreifklippe, Tempel der tausend Winde, der Flüsterwall, Sternfallsee. Und wir haben schon 1% vom Spiel durch. Und das ist eine Elementarprüfung. Und das sind wahrscheinlich unsere Teleporter. Einen haben wir aktiviert. Da ist welche da. Hier ist irgendwas. Was ist das? Mit Sommerhof. Mit dem Untergang dieser alten Zivilisation wurde auch der einst prächtige Sommernachtgarten unter der Erde begraben. Womöglich berichten nur noch die alten Bäume und Mauerziegel von den Szenen, die sich hier einmal abgespielt haben. Mögliche Belohnung. Abenteuer ab Stufe 22 verfügbar. Achso, da kommen wir also hier noch nicht ran. Da kommen wir noch nicht rein. Und was das? Tempel des Wolf. Einst war dies ein Tempel, der an einem der vier Winde, dem Wolf des Nordens, gewidmet war. Nun waren die Priester verschwunden und der Tempel wurde von Monstern erobert. Leute sagen jedoch, dass der Geist des Wolfs immer noch von einem anderen Ort aus über die endlosen Felder von Mondstadt wacht. Okay. Da können wir überall später noch hin. Wir sind ja jetzt erstmal hier. Ja, hab ich. Hab ich gemerkt. Ja, diese Fähigkeit habe ich sicher, weil was? Hm? Punkt, Punkt, Punkt. Das Ganze ist ziemlich seltsam. Ich finde das Ganze ein bisschen seltsam. Ja, ist ja gut. Dreht voll durch.
モンドに行けるんだ。モンドマンダーカンビンド。モンドは風の都市で、七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前なら、そこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには吟遊詩人がたくさんいるから、お兄さんの情報が手に入るかもしれない。 Wir wollen auf jeden Fall ja unseren Bruder jetzt wiederfinden. Das ist wahrscheinlich die Hauptquest von diesem Spiel, gehe ich mal von aus. お前の祈りに応えたいい兆しだとオイラは思うぞ。Oder den Bruder finden und gemeinsam mit dem Bruder die eine Troller da besiegen. So, Elementarfähigkeit. Hiya! Elementar gedrückt halten, Stärke der Elementarfähigkeit erhöhen. So, und jetzt wird's richtig geil. Kamehameha! Hey, was geht ab? Was willst du, hä? Spezialfähigkeit, auch das habe ich. Hiya! Alles klar, hier aktivieren sich 1000 Sachen. Öffnen für Tastaturbelegung. So, das habe ich ja vorhin schon gemacht, ohne euch. Ups, falscher Knopf, Entschuldigung. Oh, gar kein Knopf, Entschuldigung. So, Einstellung, so, Tastaturbelegung, ja, wunderschön. So. Jetzt sind wir hier. Aber ich war noch ein bisschen weiter. Tut mir leid, ich war noch ein bisschen weiter. Also da sollen wir hin, da zur Stadt. Aber ich persönlich würde erstmal hier alles angucken. Das habe ich vorhin nicht gemacht. So, Wunder der Welt. Haben wir ein Ausrufezeichen? Das heißt, wir haben hier irgendwas geschafft. Führung des Windes. Erhalte an Nemos Kraft. Einsammeln. Erstmal, was ist das überhaupt? Ein Urgestein. Seltene Währung. Ein urzeitliches Mineral, das dem finsteren Universum einen Glanz gemacht aus Träumen und Hoffnung gibt. Also dieses Echtgeldwährung wahrscheinlich, oder? Was du jetzt hier nur so kostenlos halt bekommen. Das Spiel ist ja ein kostenloses Spiel, also jeder von euch kann das runterladen. Ankündigung. Das interessiert mich alles gar nicht gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind ja einfach nur so Infos, Nachrichten. Wir haben gerade irgendwas bekommen. Und zwar Belohnung für 3 Millionen Voranmeldungen auf der offiziellen Seite. Ja. Das Ding ist ja, ich habe, als das Spiel neu rauskam, habe ich es direkt geschnappt und ich wollte das ja auch eigentlich aufnehmen, aber wie gesagt, keine Zeit für gehabt. Lieber Reisender, dank der Unterstützung aller Reisenden gab es nun schon über 3 Millionen Voranmeldungen auf der offiziellen Seite von Genshin Impact. Auch die Abonnement auf verschiedenen Plattformen sind erreicht worden. Aus Dank für die tolle Unterstützung möchten wir dir nun vorbestimmtes Schicksal 10-mal eines Abenteuers Worte. Nee, Schicksal 10-mal eines Abenteuers Worte 10-mal. Hochwertiges Verstärkungs-R 10-mal. Kartoffelbuffer nach Mondstadt Art 5-mal. Sahne-Eintopf 5-mal. Fischerschnitte 5-mal und Mora 10.000 schenken. Wir wünschen dir alles Gute auf deine Reise. Ich sammle das alles ein. Bang. Was wir damit machen können, weiß ich noch nicht. Wir nehmen es erstmal mit. So, und hier besonderer Flügel der... Oh, ein Flügel? Liebe Reisender, wir schenken den Reisenden von Genshin Impact hiermit den besonderen Windgleiter mit dem Namen Flügel der Kameradschaft, um unseren Dank für die tolle Unterstützung auszudrücken. Breite noch heute deine neuen Flügel über Teyvat aus. Die Figurenzierde wird im Verlauf des Spiels freigeschaltet. Sobald die Funktion verfügbar ist, kannst du das Objekt anlegen. Einsammeln. So, habe ich schon eingesammelt? Okay, habe ich schon eingesammelt. Gut. So, das war das. Hier, Attribute, okay. Hochstufen. Stufe die Figur hoch, um ihre Attribute zu verbessern. Ich kann nur das hochstufen. Kostet 1000. Was kriegen wir dafür? Was ist das denn genau?
Ah. Wir kriegen mehr Leben, mehr Angriff, mehr Verteidigung. Können das sogar nochmal machen. Jetzt sind wir Stufe 6. Ah, haben wir die gerade gekriegt? Ja, ich lasse das erstmal noch. Hier haben wir gar nichts. Daten. Ach, Hintergrund. Figurendetails. Der Hüter stirbt und der Schaffer ist noch nicht geboren. Doch die Welt wird nicht mehr brennen, da du Göttlichkeit erlangst. Figurenhintergrund 1. Unter einem fremden Himmel steht ein junges Geschwisterpaar im Sand. Ihr seid Zwillinge auf der Durchreise. Es war ein langer Tag und ihr seid erschöpft nach dem Durchqueren der vielen Welten. Du hoffst, dass du in dieser neu ankommenden Welt namens Teyvat glücklich sein wirst. Jedoch hat sich viel verändert, als ihr von dem Meteoroiden gestiegen seid. Alles scheint einer großen Katastrophe gleich. Ihr wollt Weltreisen in die nächste Welt, aber nun versperrt euch eine merkwürdige, schwebende Gottheit den Weg. Sie blickt auf euch herab. Plötzlich streckt sie ihre Hand aus und nimmt von dir den einzigen Blutsverwandten, den du noch hast. Du fällst in einen komatösen Schlaf voller Albträume. Als du wieder aufwachst, hat sich die Landschaft verändert. Nichts davon sieht aus, als hättest du es je gesehen. Wie viele Jahre hast du geschlafen? Es ist nicht gewiss. Du weißt nur eines. Du musst dich aufmachen, die Gottheit zu finden, der du diesen Albtraum zu verdanken hast. Ich weiß nicht, ist das zu einfach, wenn ich das... Schlüssel den Auftrag, Sturmschrecken über Mondstadt ab, um die Zierde freizuschalten. Okay. Soll ich das einfach jetzt alles hier benutzen? Hochstufen. Hochstufen. Okay, kann ich nicht einfach... Ne, doch. Einfach alle auf einmal machen. Bam. So, Level 13. Einfach easy going Level 13 geworden. Bing. So. Dann haben wir einen guten Anfangsstart. Es war jetzt ein bisschen lame, aber... Da ich das Spiel sowieso nicht kenne... Das ist eigentlich sowieso egal, ob ich jetzt Stufe 13 bin oder Stufe 2. So, ich würde gerne als erstes den Teleporter da oben aktivieren. Hopp, nimm mich hier hoch. Dankeschön. Was das denn? Was das denn? Da drüben im Wald. Aufpassen, wo wir hingehen. Da drüben im Wald. Wo gucke ich hin? Ich gucke gerade, also irgendwo hier so, ne? Wahrscheinlich da, oder? Wo wir sowieso hin müssen. Ja, ich merke mir das mal. Merken wir mal die Stelle. Da haben wir noch was. Dankeschön. So, dann wollen wir mal hier hoch. Oh, hier sieht es aus. Hep. Dum, dum, hep. 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 Ah, ich weiß nicht, ob Springen jetzt eine gute Idee war. Die letzten Millimeter mache ich so und kurz davor und hier! Hallo. Höchst gefährlich. Obwohl ich Level 13 bin, höchst gefährlich. Was bist du denn? Ja. Oh. Okay, nicht anfassen. Oh, guck mal, unser. Das ist ein Blitzgedingsdöns, ne? Ich hab ja Wind. Und mein Wind tut sich mit dem Ding. Oh. Wir haben den Schaden gemacht. Guck mal. Unser Wind lädt sich auf mit dem Ding. Und dann haben wir so einen Blitzwind. So, nochmal. Nein, nicht dahin gucken. Oh, aua. Nein, greif doch nicht das Ding da hier. Ey, kannst du mal bitte aufhören, das Ding da anzugreifen? So, was haben wir hier denn? Eine einfache Truhe. Hallo, Truhe. Hochwertiges Stärkungserz. Ein Taschenzauberbuch. Ein Wanderarztbuch. Und ein Wanderarzt-Taschenuhr. Artefakte. Artefakte gekriegt. Was haben wir denn? Nein. Hier, Artefakte. Ein Wanderarztbuch.
macht Schaden 5,2%. Und Z gibt's auch noch. Oh, wir haben doch jetzt ein Z sogar. Wir haben doch zwei Wanderart-Dinger. Guck mal, hier ist auch Wanderart. Taschenduhr. Verteidigung 5,2%. Und wir kriegen jetzt den Zusatzding. Z mit zwei Teilen erhöht den passiven Heileffekt der Figur um 20%. Ja, Punkt. Okay, was haben wir hier noch? Hallo. Was bist du? Ein paar Waldbären. Höchst gefährlich, ne? Hat er gesagt, ne? Also das Spiel... da ist eine Stufe 15 Viech. Ja, wie fett ist der bitte? Kann ich mich dran schleichen, ran sneaken oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Alter. Tja, hat gar nichts gebracht. Okay. Soll ich es einfach mal versuchen? Komm, wir versuchen das einfach mal, oder? Hey! Ja! Der kriegt gar nicht mit, dass ich hier bin. Dem juckt das gar nicht. Okay, guck mal, da hinten ist ein 22er. Ich sagte. Hi! Ja! Das habe ich gesagt. Hui, hui, hui! Hui, hui, hui! Hi! Ja! Töte ihn! Oder was sagen wir da? Ein Vogeleis ist da. Kampf. So, hier haben wir unseren ersten großen Kampf. Aua. Oh, wie ich da auch noch reinlaufe. Mein Ernst? Hi. Ja, guck mal, jetzt verbinden wir unseren Wind mit dem... Ich sammle mal das Vogelei ein. Wir müssen das Vogelei ja ein bisschen beschützen. Unseren Wind hier mit seinem Feuer kombiniert. Geh doch mal weg. Boah. Mit dem denn los? Nein, nicht da rein. Hier. Und nochmal den Spezial. Ich bin tot, ne? Ja, ich bin tot. Ja, ich meine, das ist noch alles hier vor sich fallen. Das ist ja noch alles ziemlich neu für mich. Da müssen wir erstmal drauf klarkommen. Ja, das war der erste Eindruck. Das war quasi die Folge 0, wo wir ein bisschen rumgelesen haben. Die einzelnen Sachen hier abgecheckt haben. Also jetzt nicht alles, aber da, wo halt, ne? Sachen drin stand. Hier haben wir noch ein Handbuch. Produkte. Reisetagebuch. Was haben wir hier noch so? Neu. Mondstadt. Unerwartete Macht. Sprich mit Peinum. Peinum, oha, hast du die Elemente? Achso, hier kann man das alles nochmal nachlesen. Geografie. Noch alles noch unbekannt. Einführung. Hier können wir nochmal Spezialfähigkeiten lesen, wie das alles hier funktioniert. Niedrige Leben. Elementar wird aufgenommen. Hier, das meinte ich gerade. Sammle die Elemente. Ah, nee, meinte ich doch nicht. Wieder auffüllen. Diese Kristalle und Teilchen entstehen, indem du Elementarschaden verursacht. Okay, das habe ich nicht gemeint. Lebewesen. Da haben wir schon welche von getroffen. Guck mal, hier, den Dicken hier vor allem. Nee, das war gar nicht der Dicke. Der Dicke ist wahrscheinlich... Ach, den haben wir gar nicht tot, deswegen ist er hier gar nicht mit bei. Okay. Ausrüstungshandbuch. Hier haben wir auch noch was. Den Taschenzauberbuch. Ein gewissenhaft verfasstes Büchlein mit Hinweisen zur Prüfungsinhalten der Magie. Wenn wir später alles noch herausfinden, was das auf sich hat. Oder warte mal, Inventar. Wir haben doch noch ein Inventar hier, ne? So, das ist ja alles neu gelesen. Also am Ende der Folge gehen wir unsere Sachen durch, ja, ne? Der leicht gekrümmte Schwanz einer Echse, zu der er einst gehörte. Seine bitteren Bestandteile härten die Haut der wirksamen Beweise. Vor Lebenskraft nur so strotzend und sehr häufig anzutreffen. Er braucht gelegentlich genug Schatten und Wasser, ansonsten wächst er fast überall. Eine durchaus starke duftende Blume, selbst im Dunkeln kann man sie finden. Eine Pflanze mit erfrischendem ätherischen Ölen in ihren Blättern.
Das kühle Gefühl auf der Zunge lässt einen die Sommerhitze besser ertragen. Eine Frucht in knalligen Farben, die man überall im Freien finden kann. Sie hilft dabei, die Müdigkeit auf der Reise zu überwinden. Das sind aber alles nur Zutaten, ne? Eine Blume, die am Ufer von Gewässern wächst. Ihre Blüten sind vorbereitet, ein wahres Erlebnis auf der Zunge. Leicht süß und bitter. Rohes Fleisch, ein frisches Stück rohes Fleisch, das mit der richtigen Zubereitung zu einer nahrhaften Mahlzeit wird. Und ein Vogelei, ein Ei mit einst schier unendlich Möglichkeiten. Nun bietet es dir eine Tagesration an Protein. Ein Krustentier, das in der Nähe des Meeres lebt. Das hatten wir ja vorhin schon gelesen. Und dann haben wir noch eine pralle und durchsichtige Beere, die im Mund einen frischen, süßen Geschmack entfaltet. Die Wächter, die früher nach dem Sturm Ausschau hielten, fanden Trost in der Süße der Wallbeere sowie der Hoffnung auf Ruhe in der Stadt. So, da haben wir auch noch Sachen. Hier haben wir auch noch Sachen. Das ist eine Waffe. Die macht sogar mehr Angriff. Ein gewissenhaft verfasstes Büchlein. Und Kristall, was macht der? Hochwertiges Verstärkungserz, Material für Waffen-EP erhältlich. 2000 Erfahrung. Aufgrund der physischen Eigenheiten dieses Stoffes können Waffen damit besonders gut verschärft werden. Kann ich das auch einfach ausrüsten jetzt? Nö. Ausrüsten geht so hier nicht. Keine Ahnung, müssen wir gleich mal kicken. Dann haben wir ja diese Dinger hier. Eine höchst präzise gehende Uhr. Für Ärzte zählt jede einzelne Sekunde. Ursprünglich gefüllt mit dickflüssiger Medizin, von der heute nur noch der Geruch übrig ist. Dann haben wir hier eine zerbrochene Maske. Eine zerbrochene Maske von Hilly-Schurle, gemacht aus Knochen. Kaum etwas an ihr ist ganz noch ganz, sodass sie ihren Zweck nicht mehr erfüllen kann. Hier haben wir noch Essen. Eine Gabe der Natur. Gebratene Kartoffeln. Puff. Oh, ein Hähnchen. Ein mariniertes, süßes Hähnchen. Dann ein Spiegelei. Ein Ei. Auf nur einer Seite gebratenes Ei. Das Eigelb ist noch flüssig und lädt es zum Aufpieken. Ein mariniertes und dann geschmortes Hühnchen. Das zarte Fleisch ist durchdrungen von dem Saft der Zuckerblume. Die Kiefernzapfen sorgen für eine besondere Note. Sie lassen sich gut mit Konfitüre essen und begeistern jung und alt. So, das ist ja, sie ist so schön wie die Abenddämmerung und sättigt sehr. Sie hat ein merkwürdiges, süßes Aroma und belebt den ermüdeten Geist. Ein milder Eintopf mit frischer Sahne. Der Eintopf ist gut eingedickt und überzeugt mit seiner seidigen Textur. Und eine zwiebelübersäte Scheibe Brot, der Liebling aller Fischerleut. Mit einem Sack voll dieser Leckerbissen steht einem ganzen Tag am Fluss nichts entgegen. So, dann haben wir hier noch vorbestimmtes Schicksal, ein Samen der Hoffnung zwischen den Sternen aufblicken lässt. Egal wie weit Menschen voneinander entfernt sind, so wird dieser Schein den Menschen, die füreinander bestimmt sind, den Weg weisen, sodass sie sich unter den Sternenhimmel treffen. Und dann haben wir das Anemo-Siegel erhalten, ein Zeichen für die Anerkennung der Tausendwinde von Mondstadt. Kann an bestimmten Orten die Mondstadt gegen besondere Objekte eingetauscht werden. Das war's. So, aber wie können wir uns denn jetzt hier ausrüsten? Ich hätte jetzt ja gesagt auf Inventar, aber anscheinend nicht. Hier oder was? Waffe. Wechseln. Können wir nicht. Sehr schön. Okay, wir können die Waffen nicht wechseln. Ja, das war Folge 0. Da haben wir ein paar neue Sachen erhalten. Haben so den ersten Eindruck von Tay Bat erhalten. Als nächstes ab zur Mondstadt, am Drachen vorbei. Oder? Ja, ich will ja am liebsten da den Teleporter aktivieren. Wir machen aber erstmal die Haupt. Ja, nee, ich will da hin.
Wollen wir da so hin noch? Komm, ich markiere das schon mal, damit ich das nicht vergesse in nächster Folge. Also, bis dann. Tschüss.